Wenn du glaubst, Magersucht, das ist nur, dass man total abgemagert aussieht und einfach nichts mehr isst, dann kennst du einfach noch nicht die richtigen Formen der Magersucht. Denn Magersucht hat viele Gesichter. Und deshalb kann es auch sein, dass du oder vielleicht auch jemand, den du kennst, davon betroffen ist und es selbst gar nicht weiß und sich daher leider auch gar keine Hilfe sucht. Und deshalb spreche ich heute darüber. Bevor ich dir jetzt diese verschiedenen Formen der Magersucht genau erklären kann, musst du erstmal verstehen, warum es denn eigentlich überhaupt verschiedene Magersuchtsformen gibt. Und das hat damit zu tun, dass Magersucht anhand von drei Kernmerkmalen eingeschätzt wird. Und zwar das erste wäre das Untergewicht. Das wäre quasi das offensichtlichste Kriterium. Untergewicht ist vorhanden. Das zweite wäre Essanfälle. Ja, also finden sie statt, ja oder nein? Und das dritte Merkmal noch, kommt es denn zu Kompensation? Also wird quasi diesen Essanfällen denn auch wirklich entgegengewirkt? Und da sieht man, es wird irgendwie schon komplexer, denn anhand von diesen Ausprägungen sind halt auch verschiedene Mischungen möglich. Und das macht es dann auch so schwierig, das Ganze einzuschätzen. Denn Magersüchtige können nicht nur hungern, wie man vielleicht vermutet, sondern wie wir gerade gehört haben, ja auch Essanfälle haben. Und dann versuchen sie quasi diesen auch entgegenzuwirken. Und das machen sie nicht nur so, wie man es vielleicht von der bulimischen Form kennt, dass man Erbrechen anwendet, sondern es sind auch so Sachen wie, dass sie sich dann zum Beispiel sagen, okay, jetzt habe ich wirklich so viel gegessen, jetzt habe ich wirklich total versagt, jetzt darf ich erstmal 1 oder 2 Tage gar nichts essen. Oder vielleicht auch so Dinge wie, jetzt muss ich erstmal so ein richtig krasses Sportprogramm absolvieren, damit halt diese Kalorien einfach auch wieder dann abgebaut werden. Ja, und jetzt kommen wir dann zu dieser Sache, was sind denn jetzt eigentlich wirklich diese Formen von Magersucht, die es denn gibt? Und ich zeige dir jetzt drei Formen, die du wirklich kennen solltest, um dich nicht mehr verwirren zu lassen. Also, die erste Form, die es gibt, das wäre quasi diese restriktive Anorexie. Restriktiv heißt in dem Sinne das, was man eigentlich am meisten kennt, dass die Betroffenen ihre Nahrungsaufnahme stark eingrenzen. Ja, also sie hungern quasi regelrecht, sie essen sehr wenig, sie essen vorwiegend sehr kalorienarme Produkte, fettreiche Produkte werden zum Beispiel vermieden und es kommt eben nicht zu Essanfällen. Also es geht quasi nur darum zu hungern. Das wäre quasi dieser erste Typ. Dann im Laufe der Zeit kann es sein oder es passiert quasi oft bei diesem Typ, dass nach einer gewissen Zeit oder vielleicht auch nach einer längeren Zeit, wenn halt einfach der Körper dann irgendwann sagt, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich brauche wirklich mehr Energie, mir fehlt einfach alles, was ich brauche, dass einfach dieses restriktive Eingrenzen wirklich dann nicht mehr möglich ist und dass die Betroffenen dann auch regelrechte Essanfälle entwickeln. Und das wäre dann quasi so dieser Binge-Eating oder Purging-Type, wie man es dann auch nennt. Und natürlich versuchen die Betroffenen dann auch wieder entgegenzuwirken. Und das habe ich ja gerade schon beschrieben mit verschiedenen Möglichkeiten, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Wichtiges Kriterium aber hier, einfach in der Abgrenzung zur Bulimie, ist quasi, dass aber immer noch Untergewicht oder zumindest ein sehr niedriges Körpergewicht einfach noch da ist, damit es eben noch zu dieser Magersuchtsform eingeordnet werden kann. Und dann gibt es quasi noch eine dritte Art, die ist eigentlich eher weniger unbekannt, aber sie ist trotzdem wirklich sehr, sehr ernstzunehmend. Und zwar haben dort die Betroffenen eigentlich alle Symptome, die man so von der Magersucht kennt, also wie zum Beispiel diese extreme Angst vor einer Gewichtszunahme und auch wirklich dieses Vermeiden von bestimmten Lebensmitteln, einfach auch diese Nahrungszufuhr einzugrenzen. Aber sie haben eben nicht Untergewicht. Und da fragst du dich jetzt vielleicht gerade, sie hat doch gerade gesagt, eigentlich ist das Kriterium Untergewicht. Aber tatsächlich ist es eben so, es kann wirklich mal passieren, dass jemand einfach übergewichtig ist oder war oder vielleicht noch im Normalgewichtsbereich und fängt jetzt quasi so an, diese Magersucht zu entwickeln. Er hat quasi schon alle Symptome und alle Anzeichen und hat schon sehr, sehr viel abgenommen, aber bewegt sich halt noch nicht im Untergewichtsbereich. Und da muss man wirklich, wirklich gucken, dass man frühzeitig handelt, denn wenn man jetzt dort nicht stoppt und quasi diese Essstörung, die man ja eigentlich noch so gar nicht offensichtlich sehen kann, in den Griff bekommt, dann rutscht man halt in diesen Typ 1 oder Typ 2, also in diesen restriktiven oder Binge-Eating-Typ dann vielleicht auch ab.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr komplex, das wirklich zu unterteilen und zu unterscheiden. Und was halt jetzt auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass es eigentlich sehr gewöhnlich ist, dass Betroffene so im Laufe ihres Lebens zwischen verschiedenen Formen der Essstörung hin und her gleiten. Also sie gehen quasi mal von einer Essstörung in die andere über. Das heißt, gerade wie ich es beschrieben habe, kann es sein, dass jemand eben, der eher so einen restriktiven Typ hatte, dann Essanfälle entwickelt. Und vielleicht ist es dann so, dass diese Essanfälle irgendwie so ein bisschen, ja, sich häufen, außer Kontrolle geraten. Und dann kommen sie eher in so einen Normalgewichtsbereich oder vielleicht auch in den Übergewichtsbereich hinein. Und dann ist es eher mehr so eine Art bulimische Form. Oder jemand, der Bulimie hatte zum Beispiel, dass er dann anfängt, eher so restriktiv zu werden, sich sehr einzuschränken, keine Essanfälle mehr zu haben, kein Erbrechen, dann würde er quasi ja wieder mehr so in diesen Magersuchtsbereich reinfallen. Also, du siehst, diese quasi Einordnung oder diese Essstörungen, die sind ein sehr, sehr dynamischer Prozess und das macht es halt auch so schwierig, wirklich einfach für Außenstehende vielleicht auch. Ja, diese Essstörungsformen oder einfach auch Menschen, die sie kennen, dann wirklich richtig einzuschätzen, was hat denn derjenige eigentlich überhaupt, wo gehört er denn hin? Aber natürlich für Betroffene ist es auch total schwierig, weil wenn man es vielleicht zum Beispiel auch gar nicht so offensichtlich jetzt sehen kann, dann wird halt vielen vielleicht auch gar nicht so dieses Verständnis rübergebracht für die Essstörung, die sie haben und die die Betroffenen eigentlich wirklich nötig hätten. Und deshalb ist jetzt einfach auch so meine Frage an dich, ja. Hast du dich jetzt vielleicht wiedererkannt oder kennst du jemanden in deinem Familien- oder Freundeskreis, der vielleicht einfach zu einer von diesen drei Magersuchtsarten, ja, einzuordnen ist? Dann schreib es mir doch bitte gerne in den Kommentar. Ja, oder vielleicht hast du auch selbst schon mal gemerkt, dass du gewechselt bist innerhalb deines Lebens, vielleicht von der einen Essstörung in die andere. Da würde ich mich auch wirklich freuen, wenn du deine Erfahrungen hier mit mir oder mit auch den anderen aus der Community einfach teilst. Und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht.